didn't even get to run. So, natürlich zeige ich euch jetzt, bevor das Video losgeht, noch schnell meine Runen, also meine AP-Runen. Ganz klar, der Gegner dürft keine Chance haben. Ich meine, schaut euch die Besetzung an, nichts, nichts, nochmal nichts. Normal, der Gegner soll jetzt schon aufgeben. Und hier einfach alles nichts, also 20 Minuten Surrender Game bin ich mir sowas von sicher. Meine Meisterschaften habe ich natürlich hier ein paar, aber meine Twisted-Runen, die sind natürlich viel besser. Einfach Wissen auf 30, das andere brauche ich gar nicht, also Fähigkeitsstärke, ne, wird bei mir überwertet. Ich gehe auf Support-Items. Das war's soweit. Viel Spaß mit dem Gameplay. Meine Ulti war... Meine Ulti. Ich hab sie perfekt getimed. Seht ihr das? Die Nidalee. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Ich komm. Drück natürlich mit der Mana-Regeneration. Ohne Frage. Das war jetzt natürlich nicht optimal von mir. Optimal von ihr war es auch nicht. Es ist natürlich nicht meine Schuld. Heute, ich bin so stark wie noch nie. In der 10. Minute 24 Farm. Das heißt, proportional 2,4 Farm pro Minute. Das macht in der Sekunde ca. 1/30 Minchen. Ich habe gehört, das soll OP sein. Ich war ich war für Sieger sicher. Die Nidalee, seht ihr, da hat er den Stun ready. Die Nidalee muss flashen. Sie sieht keinen anderen Ausweg mehr. Wir haben natürlich bald den Teleport wieder. Ich bin mir sicher, jetzt kommt ein Speer. Aber in ca. 6 Jahren werde ich dann auch mal 10, 5 haben. Also es steht gar nicht zur Debatte, dass ich hier gewinne. Seht ihr, der Speer, er macht mir einfach nichts mehr. Ich bin so gut wie, seht ihr, der Flash. Er war eigentlich gewinnbringend. Es ist wirklich, jetzt kommt sie in der Tigerform. Es kann es nicht sein, wisst ihr. Da hat er den Stun wieder, natürlich. Also die Plays von mir, die sind wieder so abnormal gut. Hinter mir war jetzt wieder der Spast. Ich natürlich mit einem siegersicheren Flash. Ich mache jetzt natürlich Ulti, gehe in die feindliche Base. Das schaffe ich sogar noch, seht ihr das? Und macht einen auf XP, gibt dem Tower fast nur einen Hit mit. Und da ist das Spiel so gut wie gewonnen. Jetzt, wenn mein Team nicht ganz schlecht ist, dann ist das wirklich, also... Nee, der Ulki, den habe ich immer, Ulki. Ist die Lösung für alles. Stop playing and uninsider game. Nein, das meine ich nicht. So spiele ich munter mich erst noch mehr auf. Weil ich jetzt natürlich Blut geschleckt habe. Gehe Nommel auf Schuhe. Dass ich natürlich 452 Lauftempo habe. Ich denke, ich bin jetzt real unstoppable. Also Terminator kann jetzt echt heimgehen, weil hier komme ich. Und der Flat. Ich stun ihn natürlich siegessicher. Kann natürlich jetzt nichts mehr machen. Die Karten. Ignite. Seht ihr, ich wäre fast noch ausgewählt. So demoralisiert, sie können nur noch zu 2 kommen. Sie wissen genau, alleine können sie mich nicht mehr stoppen. Mein 1 zu 10 ist jetzt kein unbedingt guter Score, aber für meine Verhältnisse ist es natürlich top, weil sie wissen genau, wenn sie mich jetzt nicht stoppen, ist das Game verloren. Er aktiviert seinen Stun, geht in die Base. Auto-Hit kann ihm leider nicht mitgeben, weil die scheiß Botlane ja nicht fertig gebracht hat, irgendwie mal ein bisschen hier zum Pushen. Ich dance hier ein bisschen ab, mach meinen Gangnam-Style. Seht ihr das? Packt natürlich den Stun aus. Es ist atemberaubend. Diese Skills, es ist wirklich kaum zu übertreffen. Da kommt der Lucian schon wieder. Ich natürlich den Stun auf dem Freien. Gar kein Problem für den King. Ich natürlich mit meinen Karten hätte sie fast noch aktivieren können. War wieder knapp, aber wieder zu zweit. 1 gegen 1. Sie wissen einfach, dass sie keine Chance haben. 1 zu 11 OP. Habe ich schon immer gewusst, habe ich schon mal gehört. Ich habe 900 Lauftempo in der Base. Seht ihr das? Also es ist wirklich ein Flash auf dem Freien. Spätestens jetzt sollten sie aufgeben, weil ich bin so schnell. Da unten wird sogar das Ghost-Zeichen aktiviert. Also wenn da irgendwelche von Terroristen Abwehrgruppe kommen, die können sich echt ein Beispiel an mir nehmen, weil seht ihr das? Ich habe einfach mal, die sind im Fight da, bemerken mich gar nicht, ich kann hier ungehindert durch. Es ist kein Problem wirklich, also die feindlichen Linien nicht gut geschützt. Ein Wort, dass ich weiß, wenn sie kommen, hilft mir jetzt unnormal viel, weil ich einfach jetzt im Auge habe, wo sie sind, wann sie kommen.
Ich denke, jetzt werden sie dann gleich wieder kommen. Mana-Probleme habe ich natürlich keine. Ich habe ja immer meine Karten ready. Das ist wirklich... Also Ignite auf dem Freien und... Es war wieder knapp. Also, Will, ich glaube, das bestreitet er jetzt gar nicht. Ich denke, jetzt, wenn er ganz ehrlich ist, wird ein Yes kommen, weil es ist ja wirklich... Es war ja knapp und... Ich denke, sie wissen, wo sie hinwollen. Ich denke, sie wissen, was ich mache. Sie wissen genau, jetzt müssen sie mich stoppen. Weil, seht ihr, der Mundo, wie er schon wieder angerannt kommt. Er weiß genau, jetzt muss er mich stoppen, weil jetzt beende ich das Spiel. So. Nein, ich gebe jetzt hier nicht auf. Also ganz klar, also... Jetzt wird der Dr. Mundo gleich kommen, oder? War mir schon wieder so klar. Ich gebe ihm natürlich den Stun mit. Will natürlich vom Tower sterben. Seht ihr das, wie elegant er es macht. Es ist einfach, der Mundo, der kommt schon gar nicht mehr an mich ran. Ich bin eigentlich so göttlich. Es ist so, den Flat, den knöpfe ich mir jetzt erstmal vor. Den Stun auf dem Freien hat er natürlich ready. Flat, du Wichser, komm her. Seht ihr das? Der macht nichts mehr, der Kerl. So, seht ihr das? Fast ein Drittel HP. Es ist wirklich, also, ich kann es nicht immer wieder betonen. Twisted Fate, dreimal Schuhe, OP, Karten kommen. Ich bin Poker-Ass, heische immer groß. Ihr habt da schon mal 2 Euro, glaub, gewonnen. Hat mich so aufgebaut, wirklich. Da kommt der Stun. Ignite hinterher, ganz klar. Also, die Nidale sollte tot sein. Überlebt mit ganz viel Glück. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, LOL backt wieder, dass die das überlebt hat. Aber ich hasse Troller einfach. Es ist einfach schlimm mit ihnen zum Spielen. Und der Kill, es ist ganz klar, also ich muss jetzt wirklich mal ein Beispiel für mein Team sein. Da kommt der Kill zum 2 zu 15, ich habe Blut geschleckt, jetzt will ich mehr davon. Heißt einfach, ja, pro Minute 6 Farm, das ist ziemlich OP, das ist eine ganze Welle. Eine ganze Welle habe ich ausgelöscht, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das wäre wie, als wenn er 6 Menschen tötet. Wisst ihr, wie viel das eigentlich ist? Wenn das auch noch an verschiedenen Orten ist, dann zählt es ja schon als Serienmörder. Habt ihr das gewusst? Kriegt erstmal ein Ignite und meine Karten auf dem Freien mit. Seht ihr, was ich ihm gebe? Seht ihr das? Der verreckt, oder? Der verreckt. Ganz klar, 3 zu 16. So muss das sein. So muss das aussehen. Ihr habt das von Anfang an geplant. Ich steige mich jetzt auf Legendär hoch. Ich meine, ich stehe stabil 3 zu 17 und die versauen mir wieder das ganze Game. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. X-Peak Backdoor, ich könnte es mal probieren. Bin mir nicht sicher, ob es klappt. Es könnte natürlich klappen, ich mein, mit meinen Überskills. Mein Flash ist auch gleich ready. Gangnam Style. Flash. Ulti auf dem Freien. Das war jetzt natürlich wieder sehr knapp. Der Nexus hatte höchstens nur 1 HP. Ich hätte sie locker geholt, aber... Worst Twisted Fate EU. No, I'm best of you. Ich hoffe, dieses Gameplay hat euch gefallen. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Der nächste OP-Guide, denke ich, wird circa erst in 1-2 Monaten kommen, da ich jetzt wahrscheinlich einen Permaban habe. Aber scheiß drauf, weil es hat echt Fun gemacht. Also Leute, haut's rein.